Hey Leute, ich befinde mich auf dem Weg zur Survival-Messe nach Paris, bin jetzt hier an der S-Bahn, fahre zum Flughafen. Wichtig ist bei so einer Messe, dass ihr immer eine Survival-Sonnenbrille am Start habt, sonst könnt ihr das quasi nicht überleben. So, los geht's, mal schauen, ob ich survivalen kann. Was ist das für ein Geräusch? Glaubt ihr das, Leute? Ich bin das erste Mal in meinem Leben mit einem Rollköfferchen unterwegs. Mann, Mann, Mann. In den Wahnsinn! J'ai pas cette chance de rouler avec une. Vous avez quoi comme voiture? Renault. Renault? Yes! In Paris, im Hotel. Wahnsinn, was für Luxus, ne? Normalerweise eher im Wald unterwegs. Und jetzt? Schick. So, inzwischen in Paris Downtown. Super schön. Es gibt hier Strand und Palmen. Also alles, was man haben will. Es riecht abwechselnd nach Pisse und nach Gras. Es gibt Stau und Hochhäuser. Also bis jetzt vielversprechend. Aber das Hotel ist cool und es ist nicht weit bis zur Messe. Und jetzt muss ich schauen, dass ich nicht überfahren werde. So, wir versuchen jetzt gerade mal irgendwo eine Kneipe zu finden, wo das Bier unter 20 Euro kostet für 0,2. Mal schauen, ob wir fündig werden. So, zurück im Hotelzimmer. Die Jagd nach einem Bier war eher erfolglos. Das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Wir haben vorher noch die feine französische Küche zelebriert, waren in einer Dönerbude. Da kostet das Bier dann halt irgendwie 3, 4 Euro für 0,2. Dementsprechend waren wir jetzt anständig. Wir müssen morgen relativ früh raus. Morgen ist Messeaufbau. Da wird der Tag natürlich auch wieder dementsprechend lang. Relativ kurze Videos zu machen. Und dafür labere ich schon wieder viel zu viel, deswegen bin ich jetzt ruhig. Tschüss. Hey Leute, ich bin bei der Survival Messe in Paris, bin zum Arbeiten da, nutze aber die Gelegenheit, es ist noch nicht so viel los und führe euch ein bisschen rum. Los geht's. Fair play.
Nur noch was distanziert, Gott, das ist immer ein Problem. Da kriegt er Ruhe bei, ne? Was war denn da rein? Was ist die Karte? Nee, das war dort ganz groß. Ja. Sag, wo sind wir noch? May I open it for you? Yeah. Oh, cool, like a gear bag to collecting something? Yeah. Gizzard. Yeah. Perfect. This is for fire? Yeah. Fire stick? Fire rod, yeah. Yeah, you can add your knife here. With a quick release. Look. You are good to go? Perfect. For carrying, you can extract this all the way, and you can carry wood or water or something else. Up to 50 liters. Oh, cool. So, ich habe es euch gerade gefilmt. Hier könnt ihr die Sachen bestellen, einfach eine E-Mail schreiben. Super geil. Die machen auch personalisiertes Zeug, das heißt, ihr könnt eure Wünsche äußern. Super gut. So you know Tybert, I'm sure you know Tybert, many YouTubers did reviews about that, but you don't know the guys behind Tybert, so I will show you the nice people behind it. He's the founder of it, of Tybert. He does all the product design, packaging design, really nice guys. We'll share a booth together, had some great time, and they will tell you a little bit about the story of the company. The story of the Tybert is when I worked in an adventure park. And we must check all the material one time per year. Yeah. And when one time you have 50 harness is only too old, and we must put in the trash. Yeah. So try to find a solution. What are you doing with this harness? We can use in the adventure park, but maybe we can use for another thing. And we try to keep out all the accessories and the harness. And we finish by stay only the strap with the buckle and use for belt. So it holds up to, I think, two tons? Yes, 2 tons, a little more. Yeah, yes, many users. They had cool videos. They use it for pulling a car out of the mud and using for climbing. For you, the T-belt, we have two configurations. So in this configuration, you can adjust very, very easy the size. Yeah. And when you, I don't know the name. Yes. After it's a blockhead, no problem for it. You can use with a carabiner. Yeah. Yeah. After you have another configuration with when you open the strap. So I open the strap. You can put one carabiner here. Okay. Yeah. And another carabiner here. Up. And you can use for a van or something like that.
voilà, ouais. Ja Leute, lang ist her. Damals hatte er auch eben zwei Huskies. Ist relativ sentimental im Moment, weil meine Hunde letztes Jahr gestorben. Von dem her ist es schön und ich freue mich hier mal wieder Plüschohren kauen zu dürfen. So, am Stand vom Caresuando. Hier gibt es auf jeden Fall was Interessantes Neues. Wir haben hier unser Modell Jochterlix und zwar haben wir hier eine Öffnung eingearbeitet, sodass man, wenn man das am Gürtel trägt, das Messer mit einer Hand herausnehmen kann und wieder zurückstecken. Bei diesem Modell, das heißt das Modell Hieno, haben wir eine Lederscheide entwickelt, die nicht genäht ist, sondern nur geflochten. Es wird kein Faden verwendet und es ist nur geflochten. Das ist jetzt das Modell Jerven. Jerven mit dem Twist-Damast, ein pulvermetrologischer rostfreier Damast von Damast Steel Sweden mit 160 Lagen. Die Rostfreiheit entsteht durch die Härtung am Ende des Schleifprozesses. Demi-hôtel, voilà, c'est pas facile, mais c'est bon, c'est rapide.
ist erlaubt. Et là, il... Et là, on voit, au niveau des rotations, là, il doit être... Voilà, il... Take your grasshopper, put it on your mouth, crunch it. Yes. Here we go. Sweet mango. Mango. So you have two different types of bars, the energy bars and the protein bars. The difference between the bars is the percentage of protein. This is 20% of protein, and this one 13%. Okay, and this is made it with cricket flour. Perfect, gentlemen and ladies. And the good thing is you can buy it in Germany in Kaufland. Yeah, so it's available for everyone. In all the country, we are in 600 shops. And just the beginning, so that you can find us now. Thank you. Ah non, il est 100% français, monsieur. Et francilien. Et produit par les Pays-Bas. Wir haben hier unsere Regelung mit 15 cm Klinge. Na, wenn man eben in Russland Messer baut, dann schaut das anders aus, zeige ich euch. Et là, ceux-là, vous voyez qu'ils sont...
hier haben wir auf jeden Fall was Interessantes für diejenigen, die Simpard Writer, ich rede zu viel Englisch den ganzen Tag, Travel Lunch eben nicht mehr sehen können. Es gibt tatsächlich einen Shop, der einen internationalen Webshop hat, die weltweit verschiffen, was auch immer, wo ihr einfach eine riesen Auswahl an dehydriertem Zeug habt, an sterilisiertem Zeug, also super Auswahl an verschiedenen Marken, zeige ich euch mal, echt gut. Ja, ich glaube, da ist wirklich für jeden was dabei. Website blende ich euch ein. Super cool. So here we are on the Tox booth and Maxi. Maxi is the sister brand that we're developing currently. The Maxi is more related to bushcraft or tactical gear. So we can start with those water bottles. This is not the final version with the power cord. It will come with a fiberglass string, so we'll be able to put it in the fire. And we also will have an option here with a carabiner to be able to remove the cap, because you always have a bit of sealing in the cap. It will be available in two sizes, 75 and 1.2 liters. On top of that, we are currently working on a quart with a neatly water bottle that will neatly fit inside. So this is currently a product that's under development, and for the moment we can see that that needs to be reworked. And the little brother is the quart, very military. The trick on that one is the two handles that are not symmetrical, and the fact that the two handles are not symmetrical, it fits really nicely and makes a very secure hold. Good question. The fill-in size is 600 milliliters, and on that one it's a liter. Yeah, 1 liter. And then something that's not very tactical but very important for, it's a morale boost in a difficult situation, is to be able to brew your own coffee. So it's simply a coffee press, but we think everything, every filter has been done to be able to be replaced and to be super solid. So you don't need to buy any kind of filter. So just feel the water up here, put your coffee in the French press, and here you go. It's two filters, screw it in, and coffee will be here. Perfect. So that's the one person size, and then you've got the group size. Cool. So it could be for one American or 10 Italian people. Perfect. Thank you. Welcome. So, die Nachbarn hier sind Mora Knife, und wen haben wir hier? Legendary Dave Canterbury. Nice to meet you, brother. Yes. Good, good. So we show the German bushcraft stuff you have here. Sure. So I grab the camera. Okay. This was really created as a utilitarian type pocket knife. So you've got a small knife that you can put into a sheath. You can carry it as a neck carry if you want to. You can just put it in your pocket if you want to. It has a fairly small grip and a short blade so that you can do intricate carving work with it. It also has a 90 degree spine so that you can use it for striking the ferrocerium rod. Not a problem.
because it also has a 90 degree spine, it works really well for things like processing birch bark with the back of the blade, and then also striking the ferrocerium rod with the back of the blade as well. Maybe. There we go. Yeah, that's good. So it makes a good fire starting tool as well. And you can also put the sheath in the handle backwards this way to extend the size of the grip. It has false bevels on the front to make it good as a skinning blade for gutting fish. It's just a very good utilitarian type knife. I like it really well. Wir haben abgebaut, wie ihr sehen könnt, ist hier eigentlich nicht mehr viel da. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas besteht. Wir hatten auf jeden Fall drei coole und ziemlich anstrengende Tage in Paris. Das war's hier. Ich schaue, dass ich heimkomme. Macht's gut. Ciao.